Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es mal eine Videoantwort für den Scarhead 69. Sein Kanal hat mittlerweile schon die Tausender Abo-Marke geknackt. Und da dachte er sich, er macht mal eine Abo-Challenge und da dachte ich, nehme ich teil. Aus den ganzen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt wurden, dachte ich nämlich die eine, indem man 42A-konforme Messer vorstellen soll. Ich habe mich jetzt für die entschieden und zwar geht es um zwei und A40 konforme Messer. Einmal das Opinel 8 und das Victorinox Spartan, zumindest ein Spartan-ähnliches mit denselben Funktionen, aber schon sehr alt. Ja. Fangen wir mal mit dem Opinel an. So. Ja, erstmal hier kurz so technische Daten, so ein bisschen unprofessionell. Dass man das mal drinne hat. Der Griff ist so circa 4, 5, 9 cm. Das ist lediglich diese Holzschaft. Das sage ich jetzt mal, weil, ja, obwohl, ob man jetzt am Lock vorne heben möchte, ist jetzt auch immer eine, ist jetzt auch immer eine Sache. Ja, lediglich der Holzgriff sind circa 9. Mit dem Lock von mir aus sind 7, ja, ca. 11 cm. Klingenlänge sind, glaube ich, ja, 8 cm. Was ist halt hier bei dem Rost in den Stahl? Also, das ist ein, also ein Opinel mit Rost in dem Stahl, was ein bisschen doof ist, ist, wenn man einmal ein bisschen was Feuchtes hat, ja, kriegt man gleich Rostflecken. Das Messer habe ich jetzt hier so gut wie es geht sauber gemacht. Rost ist Rost. Muss ich wohl später nochmal mit einem Öl rübergehen. Aber ja, ich sehe, das sieht jetzt ein bisschen unangenehm hier aus, aber das macht nichts zur Sache, weil ich habe das ja tagtäglich im Einsatz. Und da habe ich das gestern nicht richtig abgetrocknet. Sonst könnte ich mir hier diese Fleckenbildung nicht erklären. Ja, das Messer habe ich geschenkt bekommen von einer Bekannten. Und die hat es wiederum von ihrem Opa geerbt. Also das ist schon viele Generationen im Umlauf und auch in Benutzung, sage ich jetzt mal. So, ja, ich kann das Messer auf jeden Fall empfehlen. Also Opinels sind wirklich Top-Messer. So, jetzt kommen wir mal zu einer etwas anderen, zu einer anderen sehr beliebten Taschenmessermarke und zwar das Victorinox. Hier ist irgendwo das Zeichen, aber das ist schon komplett abgenutzt. Ja, das ist eigentlich das Spartan, habe ich mich mal informiert, aber damals hieß es aber wahrscheinlich noch nicht so, denn das ist noch auch schon sehr alt. Das ist, glaube ich, mein zweites oder drittes Victorinox, also das hat auch schon einige Jahre aus dem Buckel, auf dem Buckel, ja. Und zwar hat es hier hinten, wie für Victorinox üblich, eigentlich nirgendwo Aussparungen für Zahnstocher sowie Pinzette. Diese kleinen Gimmicks da, die aber doch relativ hilfreich sind. Und hat halt in Anführungszeichen nur, also hinten hat es übrigens auf der Layer-Rückseite, sage ich jetzt mal, ebenfalls keine Tools, wie zum Beispiel Weinflaschenöffner oder Aale, Paketheber und was es da auch alles gibt. Ja, Philips-Schraubendreher gibt es ja auch noch. Ja, hier auf jeden Fall haben wir die große Klinge. Hier steht auch nochmal drauf, wie Torinox, irgendwas, ja. Dann haben wir haben die große Klinge, so einen kleinen schnellen Durchlauf, die kleine Klinge, den Flaschenöffner bzw. Kapselheber und den Dosenöffner. Und hier oben auch noch hier so einen kleinen Schraubenzieher, ja. Hier ist übrigens auch noch einer dran vorne. Ja. Die Schraubenzieher sind eigentlich recht gut. Den hier habe ich vor allem wirklich sehr oft im Einsatz. Der ist super. Den kleineren ist eher weniger. Also, aber das liegt jetzt nicht an der Qualität oder so, sondern einfach nur an meinem Schraubenbedürfnis, an meinem Schraubenbedarf. Da halt ich oft sowas hier brauche zum Nachziehen von irgendwelchen Schrauben etc. Und ja, nochmal hier so ein kleines. Also, es soll jetzt auch kein
Opinel versus Victorinox Messer Video werden, sondern halt lediglich zwei Vorstellungen, zwei kleine Vorstellungen von den beiden Messern, und ich glaube, ich habe das auch hier geschafft. Und ja, sind beide empfehlenswert. Das hier ist halt, in Anführungszeichen, hat halt nur eine Klinge und das hätte halt mehr, aber dafür ist die Klinge durchaus qualitativ hochwertiger oder besser, war, weil die Klinge ist irgendwie länger als das ganze kleine Victorinox hier. War mindestens gleich so lang. Und ja, deshalb finde ich beide Messer super. Es hat halt mehr Tools und es hat halt ein Tool, aber ein gutes Tool. Und man kann damit noch einen Striker bedienen, das ist auch nochmal ein großer Vorteil. Ja, beide Messer sind top. So Leute, das war's. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Adios.